Moin, da sind wir wieder bei MindTalk. Ich freue mich, es geht weiter mit unserem Minecraft-Abenteuer. Irgendwie fange ich immer mit demselben Satz an. Bis die mir mal was anderes ausdenken. Ja, da sind wir wieder. Ich habe heute ein ungefähres Konzept geplant, was wir machen werden. Wir werden auf jeden Fall in die Mine hinabsteigen und da ein bisschen schürfen, und zwar wahrscheinlich nach Diamanten. Das kennen wir jetzt schon, aber es wird leider nötig sein, denn ich hatte mir da so ein paar Sachen, naja, rausgesucht, die wir als nächstes craften, und die Quarry, die steht relativ weit oben auf dem Plan. Und da gibt es gar nicht mal so viel exotische, naja, ich sag mal, Gegenstände, die wir dafür noch brauchen. Diamanten sind leider ganz oben auf der Liste und wir brauchen leider einige. Ich habe es jetzt nicht bis zuletzt durchgezählt, aber ich denke mal, wenn wir so 5 bis 10 Diamanten uns besorgen, wäre das nicht verkehrt. So, wir gucken erstmal ganz kurz drüber, was unsere Ernte, denn beziehungsweise das... der Anbau unserer Feldfrüchte dann hier so getrieben hat in der Zeit. Natürlich nichts, ne? Denn das ist weder eine Server, den ich hier laufen lasse, noch ist das irgendwie... Es war halt pausiert, ne? Während ich quasi nicht gespielt habe. Ist jetzt wieder ungefähr eine Woche her. Lief das Ganze natürlich hier nicht weiter und dementsprechend hat sich nichts verändert. Wir essen mal kurz was und dann... Oh je, das Spiel ist wieder sehr laut. Wir essen mal ganz kurz was und dann legen wir uns wahrscheinlich ins Bett. Und dann werde ich mich bereit machen, aufzubrechen. Es macht aber auch jetzt nichts, dass wir dann irgendwie nochmal dann quasi unter Tage gehen, denn wir brauchen sowieso noch ein paar Gegenstände. Also unabhängig davon, ich pack mal hier kurz ein bisschen was weg. Haben wir noch eine Kiste frei, ist jetzt die große Frage. Wir brauchen sowieso mal wieder, wir hatten zuletzt noch das letzte bisschen Eisen vercraftet. Da ist einiges dann, wie soll ich sagen, flöten gegangen. Bei unserem Versuch, einen Tisch da drüben zu bauen, beziehungsweise ein paar weitere Tinkerwerkzeuge herzustellen. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, ich habe mir leider gar nicht die letzte Folge angeguckt. Ich hoffe, wir haben da jetzt nicht irgendwie einen Cliffhanger dann noch gehabt, da ich da tatsächlich noch was in der Tinkerschmiede machen wollte. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm, ganz ehrlich, denn das läuft nicht weg, ganz im Gegenteil. So, ich gucke ganz kurz drüber, wir müssten die Kabel vielleicht noch wegbekommen. Ich muss auf jeden Fall einen Eimer Wasser mitnehmen, der ist sehr wichtig da unten. Denn wir wollen natürlich dann, wenn wir Diamanten suchen, logischerweise wieder auf Diamantenlevel runtergehen, ist ja klar. Das hier ist so ein bisschen meine Werkzeugkiste. Können wir mal die Stromkabel mit reinpacken. Hier habe ich noch Cobra-Eier drin. Das sind natürlich auch ganz wichtig, solche Cobra-Eier. Ich weiß gar nicht, was man damit überhaupt machen möchte. Ob man da irgendwie eine weitere Cobra dann züchten kann oder wie auch immer. Äxte-mäßig, wir haben eine Schaufel dabei. Wir haben, ja, natürlich unsere beiden Pickaxes dabei. Ich könnte ansonsten natürlich mir nochmal einen Baum fällen. Ein bisschen Holz dabei zu haben, ist nie verkehrt. Ein paar Fackeln wäre natürlich auch noch richtig schlau. Und ja, während wir gleich da unten dann zu Tage, beziehungsweise unter Tage dann zu Werke gehen, so macht es vielleicht mehr Sinn, die Formulierung, habe ich mir ein paar schöne Themen ausgesucht. Das ist leider ein großer Baum geworden, das ist eher ungünstig. Dann holze ich vielleicht den hier auch nochmal weg. Das ist ein Rubberwood, nee. Dann gehen wir dann doch lieber hier rüber. So, jetzt habe ich die halt wild angepflanzt, oder beziehungsweise habe die einfach mal hier reingehauen, die Saplings. Und dementsprechend kommen jetzt hier überall Bäume raus. Weiß ich nicht, ob das die beste Idee ist. Weiß ich nicht. Wir nehmen uns die Axt trotzdem mal mit. Jetzt, natürlich gerade, habe ich gerade gesagt, war keine gute Idee, mache ich direkt wieder denselben Fehler. Ich weiß aber nicht, was ich sonst damit machen soll. Ein bisschen Holz können wir auf jeden Fall gebrauchen. Oh Mann, lass mich in Ruhe, Saplings. So, dann hauen wir das aber natürlich hier in unsere Sawmill rein. Glaube ich, das wäre das Sinnvollste. Ein bisschen Holz habe ich ja auch, glaube ich, noch über. Da ist es. Da hole ich mir das hier schon mal raus. Hier draus machen wir uns Fackeln aus dem Jungle Wood. Das können wir natürlich reproduzieren. Ein Jungle Wood zu haben ist immer ganz nett. Aber das können wir uns natürlich aus dem Rubber Wood dann reproduzieren. Wir haben hier... Ich will mir jetzt eigentlich nicht einen Riesenstack... Naja, ich sag mal Fackeln machen. Ein bisschen mehr wäre schon ganz gut. Also ein Stack, ne, sollte natürlich mitgenommen werden, denke ich. Machen wir mal so. Ja, genau das wollte ich jetzt eigentlich verhindern, aber das macht nichts. Ich denke, die Fackeln werden wir auf jeden Fall brauchen. Ich habe ansonsten auch noch ein paar Erdbeeren dabei. Mehr Holz brauche ich eigentlich gar nicht, genau genommen. Ja, komm, vielleicht nochmal ein paar Stöckchen oder so. Sicher ist sicher. Ach, ich habe aber auch hier auch noch Stöcke. Dann packen wir das Holz vielleicht einfach hier rein. So, dann ziehen wir los. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ne, wie immer dieselben Fragen, dieselben blöden Fragen. Die ihr mir wahrscheinlich sowieso nicht beantworten könnt, beziehungsweise wenn ihr sie mir beantworten könnt, dann sehe ich es zu spät. Okay, Sekunde, ich mache es mal einen ganz kleinen Ticken leiser. So. Ich mache das aber mal diesmal hier rüber, da habe ich ein besseres Tuning. Lassen wir es mal so, das sind nochmal 20% weniger. So, wunderbar.
Dann gehen wir abwärts. Und zwar hier rüber müsste ich. Ich müsste mir vielleicht nochmal kurz was zu essen rauspacken. Dann nehmen wir, wie gesagt, zuerst mal die Erdbeeren. Ja, so und so. Wir haben auch ansonsten noch sehr, sehr viele Sachen dabei. Vor allen Dingen auch noch 64 Pilze. Daraus können wir uns nochmal ein bisschen Suppe machen. So, und ja, ich kann eigentlich jetzt schon mal anfangen mit dem Thema. Heute geht's mal um nicht irgendwie um Streaming oder irgendwelche komischen, keine Ahnung. Nee, wir hatten bisher eine relativ seltsame Themenauswahl, aber das ist eigentlich auch so geplant gewesen, dass ich immer so ein bisschen darüber schwadroniere, was mir so in den Sinn kommt. Und heute, da ist wieder ein Schleim aktiv, heute würde ich eigentlich ganz gerne mal über Spielemessen reden. Denn eben hat mich die Nachricht ereilt, dass auf der diesjährigen Gamescom, befinden uns jetzt ungefähr im, was haben wir, Anfang Juni, haben wir die ganzen Schleim unterwegs, Anfang Juni des Jahres 22 und naja, dementsprechend stehen wir relativ nah, wir gucken nochmal ganz kurz hier drüben in den Gang rein, relativ, was hier abgeht, ne, relativ nah an dem... Okay, ich fahre gleich sofort vor. Also nee, ich gehe gleich weiter. Ich guck mal ganz kurz hier rein. Guckt euch das an. Ich glaube, diesmal haben wir gar nicht mal so schlechte Chancen hier. Solange ich mir nichts hinter mir habe. Schade, das sind auch noch zwei große Zombies, also zwei Angry Zombies. Ich will eigentlich gar nicht hier kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Was ist denn das? Was bist du denn für einer? Wait, what? Hier gibt es wieder Explosionen. Es ist so crazy, ne? Es ist einfach ein riesen Schlachtfeld. Ich weiß nicht, was das hier ist. Keine Ahnung, was das hier ist. Kämpfen die auch gegeneinander dann? Okay, ich glaube, wir gehen hier nicht lang. Oh, das ist ein... Vampir-Zombie, auch sehr interessant. Okay, die beiden noch und dann bin ich hier weg. Da gibt es nämlich noch einen Schatz raus. Alles, was einen Namen trägt, gibt mir einen Schatz. So, ne, I'm out. Irgendwann kämpfen wir uns nochmal hier durch. Das wird wahrscheinlich ein Endgegner. Ja, auf jeden Fall ist jedes Mal wieder lustig, hier reinzuschauen. Ich bin am Starven. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Gamescom steht ja kurz bevor, ne, im August. Wahrscheinlich wie jedes Jahr. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich würde eigentlich ganz gerne dieses Jahr hingehen. So viel hatte ich mir eigentlich schon mal, naja, ich sag mal, vorgenommen. Problem ist, bisher habe ich noch keinen Vorverkauf und nichts gesehen, obwohl das eigentlich so ein bisschen angekündigt war, dass es einen geben soll. Insofern bin ich mir immer noch nicht sicher, ob die sich selber so sicher sind, dass das überhaupt alles stattfindet. Wir werden mal das hier abbauen, wenn ich schon hier bin. Denn wie gesagt, wir wollen heute alles mitnehmen. Unabhängig davon hat aber Nintendo quasi abgesagt. Und jetzt bin ich natürlich nicht der größte Nintendo-Fan. Wer mich ein bisschen näher kennt, der weiß das. Dass ich mit Nintendo grundsätzlich nicht so viel anfangen kann. Da ist ein Schleim. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich für die Messe selbst halt eher erstmal schlecht. Ne? Ganz grundsätzlich. Denn, naja, das ist ja einer der größten... Wie soll ich sagen... Ja, Teilnehmer wahrscheinlich mit gewesen. Ich weiß gar nicht, wie groß die Nintendo-Anteile waren immer an der Gamescom oder an so einer Messe. Aber ich denke mal, das ist ja ein großer Publisher und theoretisch ist das ja auch nicht nur theoretisch, sondern ist ja auch praktisch ein Konsolenhersteller. Und jetzt gibt es natürlich so ein paar Mutmaßungen, ne? Die einen sagen, ja, vielleicht will ja Nintendo dieses Jahr noch eine neue Switch rausbringen oder ihre neue Switch oder whatever, halt eine neue Konsole. Denn ich glaube, die sind auch mal wieder in Anführungszeichen fällig. Wir packen uns hier mal die andere Glücksspitzhacke mit rein. Ja, das wollte ich nicht. So, die sind vielleicht fällig und wollen dann in Anführungszeichen eine neue Konsole, naja, dann quasi ankündigen und machen das auf ihr eigenes Ding, ne? Also die ziehen dann ihr eigenes Ding durch und das kann ja auch sein. Also das weiß ich jetzt nicht, also ich bin da tatsächlich komplett raus, was Spekulationen angeht rund um Nintendo. Ich halte es tatsächlich rein marketingtechnisch aber und aus dieser Sicht, ne, schaue ich mir gerne solche Meldungen an, halte ich das erstmal schlecht für die Gamescom. Denn es gibt da draußen eine Menge Nintendo-Fans, ne? Ich bin da definitiv eher die Minderheit. Ich selber kann mit Nintendo nicht so viel anfangen, aber ich denke, ich bin da eine absolute Minderheit. Viele Leute verbinden mit Nintendo sehr viele schöne Erinnerungen und wie gesagt, freuen sich wahrscheinlich auch auf viele Spiele. Und letzten Endes, und damit komme ich eigentlich schon mal so ein bisschen auf den Kern des eigentlichen Themas, auf das ich hinaus möchte, ging es ja bei Spielemessen ursprünglich mal darum, dass man dann auch wirklich ja, Games antestet. Also, dass man da auch wirklich dann hinfährt, um Neuigkeiten zu bekommen und um dann vielleicht sogar Spiele, die ja schon angekündigt sind, dann vielleicht sogar zum ersten Mal anzuspielen. So, das hier nehme ich mir auch noch mit.
Und das fällt ja dann theoretisch mit Nintendo schon mal komplett raus. Also all die Leute, die quasi vielleicht nur Nintendo spielen, das gibt es ja bestimmt auch, oder die vielleicht nur auf ein neues Nintendo-Game gefreut haben, für die fällt das Ganze ja dann schon mal erstmal flach. Also zumindest, wenn man jetzt rein aus dem Grund dahin fährt, dann wirklich Games zu sehen und Games anzutesten. Nehmen uns das hier vielleicht noch mit. Hier ist auch noch ein Schleim, also ein kleiner Schleim. So. Und ja, im Grunde wird das wahrscheinlich keinen so großen Unterschied machen, weil ich denke, die Gamescom, sind wir uns einig, ist trotzdem, wenn der Rest dann auch kommt, das steht ja immer noch so ein bisschen in Sternen, das haben ja noch lange nicht alle zugesagt. Wenn der Rest der größeren Publisher dann auch kommt, dann wird das wahrscheinlich jetzt auch dann nicht so wehtun. Das ist dann halt einfach, warum auch immer, ob das jetzt Nintendo da irgendwie dieses Jahr ihr Sonderding durchziehen oder ob die jetzt auch einfach sagen, brauchen wir nicht mehr. Ich denke, das würde der Gamescom nicht so wehtun. Weil, sind wir mal ehrlich, das gibt ja trotzdem noch, es wird ja schon seit Jahren so ein bisschen so der Abgesang der Gamescom quasi vorausgesagt. So nach dem Motto, ja, jetzt sind aber dieses Jahr die nicht da und die nicht da. Und jetzt waren ja auch noch 2 Jahre oder 3 Jahre Pandemie, also beziehungsweise die Messe hat ja gar nicht stattgefunden. Und deswegen sind wir ja schon immer so ein bisschen, ne, ich glaube, pressetechnisch wird da auch schon immer so ein bisschen geunkt, so nach dem Motto, der Abgesang ist quasi, ne, ist angeblasen und dementsprechend, ja, wird die Gamescom wahrscheinlich gar nicht mehr bis in alle Zeit existieren. Halte ich erstmal für ein bisschen arg übertrieben, weil, ne, wie gesagt, die Zahlen sprechen das Gegenteil. Auch ganz offensichtlich. Jedes Jahr wieder aufs Neue. Grundsätzlich bin ich aber auf dieses Jahr mal ganz besonders gespannt, weil halt, wie gesagt, dieses Jahr hatte ich ja eben ganz kurz schon angemerkt, ist halt insofern besonders, weil es eine Situation ist, die so noch nicht stattgefunden hat. Ich meine, klar, damals gab es halt die, naja, die, als die Gamescom quasi. Die hieß natürlich damals noch anders und wie auch immer, die ist ja aber dann doch dann umgezogen nach Köln letzten Endes. Da wurde ja auch so ein bisschen gesagt, ne, Neuanfang, ob das nochmal was wird oder ob das sich irgendwie dann genauso etabliert und wie auch immer. Ich denke, wie gesagt, hat es sich. Und jetzt finden wir uns wieder so in so einer Art, naja, Neufindung vielleicht. Dass jetzt irgendwie die Gamescom sich auch so ein Stück weit neu erfinden muss nach so langer Pause. Das haben wir jetzt wirklich dann. Die letzten Jahre hat ja gar nichts in diese Richtung stattgefunden. Es wurden ja alle Messen abgesagt. Jetzt nicht nur was die Games-Industrie angeht, sondern da gab es ja insgesamt sehr wenig. Naja, ich sag mal. Man konnte sich ja nicht treffen, ohne jetzt so groß auf das C-Thema einzugehen. Und das hat natürlich auch die Gamescom betroffen. So, und naja, da stellt sich jetzt halt die Frage, ob die Leute das überhaupt noch so wahrnehmen oder überhaupt noch so als, naja, nützlich sehen. Also, ob die Gamescom überhaupt noch quasi als nötig betrachten, weil die Publisher und, ne, die ganzen Konsolenhersteller und wie auch immer, die haben sich ja auch zu helfen gewusst. Also es gab ja durchaus auch Alternativen, das wurde alles sehr weit in den Online-Bereich verlegt und ich glaube auch die Gamescom war so ein bisschen im Online-Bereich unterwegs und hat dann versucht, so die Messe halt dann einfach, naja, so in Anführungszeichen halt online abzuhalten, was natürlich immer, wie soll ich sagen, das ist natürlich nicht dasselbe. Ich glaube, hierüber wollten wir uns zuletzt noch mal ein bisschen durchkramen, damit ich da hinten zu diesem Magmasee komme. Oder? Wo bin ich hier? Ist auch noch ein Magmasee? Finde ich hier nachher wieder raus? Das ist die große Frage. Ja, hier haben wir die letzten Diamanten gefunden an dieser Stelle. Sekunde, ich gehe mal ganz kurz hier rüber. Will ich mich jetzt hier wirklich rüberkramen? Das ist die große Frage. Wahrscheinlich schon. Wir finden bestimmt da noch ein paar mehr Magmaseen. So, und worauf ich hinaus will. Da werden natürlich auch noch ein paar mehr größere Publisher mitgeguckt haben oder zugeguckt haben. Und ich bin mir fast sicher, unabhängig davon, das ist Nickel, auch sehr interessant, unabhängig davon, wie sich der Rest so entscheiden wird, ich denke nicht, dass Nintendo der einzige Publisher bleiben wird, der da wahrscheinlich dann eher nicht mehr erscheinen wird. Also, ne, auch gerade jetzt aufgrund der Tatsache, dass hier halt noch so viele gar nicht zugesagt haben. Und das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite muss ich mich zum Beispiel auch, ich bin ja zum Beispiel auch ein. Ne, jetzt Gamer oder Teil dieser Gaming-Branche. Und ich war auch vor allen Dingen mehrmals in meinem Leben auf der Gamescom zu ganz verschiedenen Zeitpunkten. Also einmal, glaube ich, 2012 und dann nochmal 2018. Ne, da lege ich persönlich quasi einen Riesenunterschied dazwischen. Da gehe ich auch gleich ganz gerne nochmal drauf ein, warum ich das so tue. Also warum ich da quasi nicht nur auf zeitlicher Ebene, sondern auch was die Ausrichtung der Messe angeht, einen Riesenunterschied sehe zwischen diesen ja doch eigentlich echt wenigen Jahren. Und ich frage mich dieses Jahr tatsächlich auch, brauche ich das so wirklich? Also wie gesagt, ich hätte große Lust, aber wahrscheinlich aus anderen Gründen, als dass die Gamescom, naja, Veranstalter gerne hören würden.
Denn mir geht es persönlich weniger darum, um Spiele kennenzulernen. Das war eigentlich schon 2018, als ich das letzte Mal da war, nicht mehr wirklich mein, na, ich sag mal, mein primärer Grund, warum ich da hingehe. Und sondern vielmehr, um halt ein paar Leute kennt, also ne, was heißt kennenzulernen, aber mal vielleicht mal wieder zu sehen. Ne, man hat halt irgendwie über die Jahre haben sich viele Gaming-Freundschaften angehäuft. Vielleicht kennt ihr das auch. Und die Gamescom war halt für mich persönlich immer so ein, ja, so ein Zeitpunkt, wo man sich einfach mal treffen kann. Ne, das ist halt, keine Ahnung, es geht halt wirklich um Videospiele und es geht auch um neue Videospiele und wie auch immer. Deswegen, man ist da natürlich auf Interessenseite schon mal auf derselben Ebene. Also das Event selbst ist interessant und natürlich dann ist es nochmal doppelt interessant, indem man da sich dann halt einfach mit den Leuten mal wieder trifft, die man entweder vielleicht sogar noch nie gesehen hat oder schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und so würde ich das halt hauptsächlich betrachten. Also für mich ist das eigentlich ein reines Branchentreffen, könnte man sagen. Zumindest hat die Gamescom für mich im Jahre 2018 spätestens dann diesen Stellenwert erreicht oder beziehungsweise diese Entwicklung genommen. Denn ich war 2018 da, davon kann ich ja, ich kann mal vielleicht mal kurz damit anfangen. Denn ich wollte ja so ein bisschen auf den Unterschied eingehen. Ich war 2018 da und ich war einen ganzen Tag da, also es war, glaube ich, ein Freitag. Man muss natürlich immer fairerweise dazu sagen, das Wochenende ist sowieso dann, ja, da natürlich absolute Apokalypse. Da geht es dann natürlich dann richtig krass ab. Da sind die meisten Leute da, da können die meisten Leute. Das ist ja auch dann meistens weit entfernt von irgendwelchen Presseterminen. Na, die finden ja, glaube ich, dann irgendwie mittwochs, donnerstags. Das haben sie ja schon öfter mal ausgebaut und immer mal wieder ausgebaut. Das wird ja immer länger, das zieht sich immer weiter in die Woche hinein, um dann in Anführungszeichen, naja, ich sag mal, dem Pressepersonal dann zumindest eine einigermaßen übersichtliche Messe dann zu bieten, wo man dann auch vielleicht irgendwie mal was sehen kann oder irgendwie nicht dann komplett in dem, ich nenne es mal, öffentlichen Teil untergeht. Und ja, also auf jeden Fall, ich war halt am Wochenende da und das, man kann sich jetzt darüber streiten, war wahrscheinlich nicht die beste Idee. Letzten Endes war mir aber schon klar, dass ich wahrscheinlich an diesem Tag nicht viele Spiele antesten werde. So, damit habe ich gerechnet. Also ich bin da quasi gar nicht mit einer überzogenen Erwartungshaltung hin, so nach dem Motto, ja, cool, ich werde jetzt hier die allerneuesten Games antesten und zwar alle und nicht nur die, für die ich mich dann auch wirklich dann sogar interessiere, sondern wirklich, dass ich mich einfach irgendwo anstellen kann und dann vielleicht sogar neue Dinge entdecke. Weil, sind wir mal ehrlich, Hand aufs Herz, ne? Das ist ja eigentlich Sinn von der Messe. Also, das ist ja schon, als ich 2012 schon dahin bin, da war das nicht ganz so extrem, aber selbst da hatte ich zum Beispiel, da ging es mir damals um Guild Wars, glaube ich. Um Guild Wars 2, das sind einfach Diamanten. Da ging es mir um Guild Wars 2 und da hatte ich tatsächlich, hatte ich mich sehr, sehr stark informiert vorher und da wollte ich auch hauptsächlich aus diesem Grund, weil ich da halt Guild Wars 2 antesten konnte, das wurde damals so kommuniziert, aus diesem Grund wollte ich quasi dahin zu der Messe. Ich mach mal kurz das Ganze, die ganze Lava hier weg. Und das habe ich auch geschafft. So, aber selbst da bin ich quasi schon mit einem Vorsatz dahin, dass ich halt was Bestimmtes sehen will und was Bestimmtes testen möchte. Aber eigentlich, wenn man jetzt mal andere Industriezweige anschaut oder andere, naja, ich sag mal, Branchen anschaut, da ist das ja gar nicht so üblich. Da gehst du eigentlich mehr dahin, um dich dann vielleicht auch zu informieren. Autschen. Um dich zu informieren, um vielleicht auch neue Dinge zu sehen. Wie auch immer. Ich möchte eigentlich nicht, dass mir jetzt gleich ein Diamant hier drauf fällt, deswegen bin ich gerade ein bisschen vorsichtiger. Die Büsche selbst sind eher zweitrangig. So, auf jeden Fall gehst du ja dann dahin, um dich vielleicht auch einfach zu informieren und oder dich inspirieren zu lassen. Sagen wir es vielleicht mal so rum. Und das habe ich bei der Gamescom eigentlich in dem Sinne noch nie gehabt. Und das wurde jetzt quasi 2018 dann, also bei meinem letzten Mal, sogar noch sehr viel überflüssiger in Anführungszeichen, oder beziehungsweise noch sehr viel unsinniger, da jetzt wirklich hinzugehen und dich dann einfach treiben zu lassen und dann überhaupt keine Ahnung zu haben, was da überhaupt abgeht. Denn mir ging es tatsächlich die meiste Zeit so. Ich wusste bei sehr vielen Games überhaupt gar nicht. Also ich hatte keinen wirklichen Grund aus spieletechnischer Sicht, warum ich überhaupt da sein soll. Hatte ich ja eben schon mal so ein Stück weit anklingen lassen. Und deswegen war ich halt komplett verloren. Also es waren halt meterhohe Stände. Die waren wirklich, die Hallen waren riesengroß, alles ewig weit, ne, zu laufen und hast du nicht gesehen. Natürlich, wie gesagt, da kann die Messe selbst nichts dafür. Ganz im Gegenteil, die würden sich wahrscheinlich freuen, wenn es noch größer wird. Weil das dann natürlich eher so ein Prestigeding ist. Ne? So nach dem Motto, ja, wir haben dieses Jahr noch mehr Aussteller und noch mehr Platz und hast ja nicht gesehen. Ich baue das einfach mal ab. Wir haben ja hier unsere Glücksspitzhacke. So, auf jeden Fall, da können die ja nichts für. Aber nichtsdestotrotz, die Publisher und wie auch immer, die
Die Spiele, ja, Stände, wo man dann auch wirklich dann was antesten konnte, die waren quasi bis zur Decke, also Meter hoch, irgendwie 5, 6 Meter oder so, waren die mit schwarzen Wänden zugekleistert und dann waren halt höchstens mal, wenn du Glück hast, lief irgendwie außenrum, lief irgendwie noch so ein Video oder so, da hast man zumindest mal gesehen, um was es ungefähr geht. Ansonsten waren da halt einfach Plakate. Also man hat halt gesehen, okay, es geht um Game XY. Und wie gesagt, vielleicht hat man sogar ein paar Bewegbilder gesehen, aber sonst hast du da keinerlei Einblick gehabt, nicht mal in den Stand. Also ganz zu schweigen davon, dass man möglicherweise ein bisschen was vom Gameplay gesehen hat, dass man einfach nur anderen dabei zuguckt, wie sie dann dieses Spiel spielen. Das gab es alles in der Form nicht, also habe ich nicht einen einzigen Stand erlebt damals, außer im Indie-Bereich. Da waren wirklich die Stände bis unter die Decke zugemauert und das war auch anscheinend so gewollt. Also ich kann nur daraus schließen, dass das so gewollt war, denn das wurde auch von allen so akzeptiert, beziehungsweise die Stände haben sowieso auch zur Hälfte, und das ist der nächste Punkt, aus Schlangen bestanden. Also man hat sich da wirklich dann quasi rundherum wurde das geführt, wie in so einem Freizeitpark. Wenn jetzt mal davon ausgehen, dass man da irgendwie so die Sonderattraktion, irgendwie eine ganz besondere Achterbahn oder so, da ist man ja teilweise auch bei schönem Wetter, muss man sich da stundenlang anstellen. Und da stehen dann wirklich die Leute, mehr oder weniger drei oder viermal um die ganze Anlage drumherum. Und warten dann darauf, dass sie dann irgendwie 2 Minuten fahren dürfen. Und so ist das bei der Gamescom halt auch 1:1 gewesen. Und deswegen kann ich nachvollziehen, dass manche Leute sagen, ja, macht mir nichts aus, solange ich halt wirklich dann 5 bis 10 Minuten mein Game zocken kann. Und dann gehen sie halt einfach mehrere Tage dahin. Also ne, es gibt ja viele Leute, die sagen von vornherein, auch ein paar von meinen Kumpels, die haben dann von vornherein gesagt, Gamescom ergibt in meinen Augen gar keinen Sinn, wenn ich nicht mehrere Tage da bin. Und das ist auch okay, finde ich absolut in Ordnung. Denn letzten Endes, ja, so eine Messe, gerade auch so eine große Messe, da kann man das ruhig auch mal einplanen, insbesondere wenn einem das persönlich auch ein bisschen wichtiger ist. Da kann man natürlich auch dann vielleicht auch die Kosten in Kauf nehmen, sich dann da irgendwie in der Zeit ein Zimmer zu suchen oder so. Grundsätzlich halte ich das aber nicht für sinnvoll, dass man sich dann da hinstellt und dann irgendwie 5-6 Stunden von so einem Messetag einfach nur am selben Stand steht, ohne etwas von dem Stand zu sehen, ohne etwas von dem Spiel zu sehen. Und selbst wenn dann am Ende gesagt wird, ja gut, aber ich habe ja nach 5 Minuten gespielt, das ist es in meinen Augen, das ist die Sache nicht wert. Da kann man mir jetzt gerne widersprechen, da könnt ihr mir auch gerne widersprechen, aber für mich persönlich ist es das die Sache nicht wert. Selbst wenn das jetzt irgendwie ein Game wäre, auf das ich noch so sehr hingefiebert habe, würde ich das nicht in Kauf nehmen. Also das hat noch nicht mal was mit Kosten zu tun. Ich habe das große Glück, ich wohne relativ nah dran an Köln, deswegen kann ich da in Anführungszeichen recht easy rüberfahren. Und könnte theoretisch auch noch einen zweiten Tag darüber fahren, also hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Also ich müsste mich noch nicht mal um ein Zimmer kümmern, aber mir wäre einfach die Zeit zu schade, selbst an dem Tag. Also ne, gehen wir mal davon aus, dass es irgendwie ein schönes Wochenende und meistens ist der August ja schön. Mir wäre es einfach zu blöd, mich dann einen ganzen schönen sonnigen Tag oder auch ein schönes sonniges Wochenende, mich dann da reinzustellen und einfach nur darauf zu warten, dass ich 10 Minuten Game zocken kann. Und naja, ich habe so das Gefühl, viele Leute hatten diesen Gedanken noch nicht, also dass viele Leute trotz allem dann einfach ihr Game anzocken wollten und ich da so eine, ich da eher so eine Ausnahme war mit dieser Denkweise. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie die das dieses Jahr machen. Weil ich bin halt auf die Gamescom gegangen und ich hatte quasi am Ende dieses Tages, ich habe mich vorher quasi beim letzten Mal, also wie gesagt 2018, habe ich mich nicht ganz so sehr schlau gemacht. Und deswegen wusste ich gar nicht so genau, was es da gibt und was man da auch vielleicht dann erfahren wird. Und bin dann aber quasi mit der Erwartungshaltung da drüber gegangen, dass ich zumindest mal erfahre, was es denn da für, ich sag mal, inoffizielle Highlights gibt. Also was denn da so ein bisschen gehypt wird oder wo dann die größten Schlangen sind. Letzten Endes gab es halt überall große Schlangen und ansonsten über die Schlangen hinaus nicht viel zu sehen. Und deswegen wusste ich am Ende dieses Tages, darauf will ich hinaus, ich wusste gar nicht, was denn da überhaupt jetzt, auf der Messe so gezeigt wurde. Ich habe 1, 2 Games gesehen. Natürlich, beziehungsweise was heißt gesehen, ich habe sie nicht gespielt, ich war da und wir gehen hier auch noch rüber. Vielleicht finden wir da auch noch ein paar Diamanten. Ich war halt da und habe so ein paar Bilder gesehen, habe vielleicht ein Video gesehen und habe ein paar Leute davon schwärmen gehört. Aber im Grunde wusste ich sonst nichts. Und ich musste quasi an dem Abend selbst, wo ich zurückgefahren bin, da habe ich mir dann irgendwelche, ich weiß gar nicht, von irgendwelchen Magazinen oder damals noch von, ich weiß nicht, Games-Journalisten, wie auch immer, habe ich mir dann Zusammenfassungen angehört. Und die haben mir dann mehr oder weniger gesagt, was dann da überhaupt auf der Messe war. Und ich war vor Ort. Das ist halt das Problem. Also, es ging nicht darum, dass ich irgendwie gesagt hätte, okay, ich hatte kein Geld oder ich hatte keine Zeit oder ich war mir zu weit weg, um da hinzukommen. Sondern ich war dort, aber ich war halt
weniger, also ne, genauso wenig informiert, wenn nicht sogar weniger informiert am Ende des Tages, was denn da so abging, als die Leute, die das vielleicht einfach nur im Livestream dann gesehen haben, die dann vielleicht irgendwelche Präsentationen oder wie auch immer, das wurde natürlich dann auch alles recht zeitnah hochgeladen. Ja, die Publisher sind ja auch nicht blöd, denn wenn die es selber nicht hochladen, dann macht es halt irgendjemand anders. Und dementsprechend, wenn dann irgendwie so in Anführungszeichen so ein Highlight-Release dann da kommt, ne, das sind ja heute alles World Premiere und hast du nicht gesehen, dann laden die das natürlich sofort dann irgendwo auf YouTube oder sonst wo hoch. So, und das bedeutet, ich bin wirklich aus der Messe raus und war schlechter informiert als die Leute, die halt eben nicht auf der Messe waren. Und das fand ich super paradox. Und spätestens ab dem Punkt war für mich klar, brauche ich eigentlich gar nicht mehr wirklich. Und deswegen war ich zum Beispiel 2019 dann nicht mehr da. 2019 hat mir das sowieso aus persönlichen Gründen nicht ganz so sehr gepasst. Aber aus diesem Grund war ich dann halt eben nicht mehr da, was ich im Nachhinein so ein bisschen bereut habe. Dieses Jahr würde ich halt wieder hinfahren, weil ich halt eine sehr lange Zeit, ne, meine Leute nicht gesehen habe. Und wie gesagt, ich würde es halt als reines Branchentreffen dann werten. Aber nicht mehr für Games. Kriege ich das hier nicht rein? Hallo? Warte mal, mach das mal kurz so. Oh, das ist gefährlich. So, also auf jeden Fall nicht mehr für die Games. Und gerade jetzt mit der Nachricht von Nintendo bin ich darüber hinaus auch sehr gespannt, ob da noch andere... Was ist hier los? Ob dann auch andere große Publisher sagen, ja, vielleicht brauchen wir das auch insgesamt für uns selbst gar nicht mehr. Wir bleiben einfach bei dem Online-Kram, weil wir damit mehr Leute erreichen. Also darauf will ich hinaus. Mich haben sie da zum Beispiel beim letzten Mal nicht erreicht. Ich habe dann irgendwann einfach gesagt, okay... oder beziehungsweise an diesem Tag, also ne, 2018, als ich dann da war, an diesem Tag der Messe, okay, ich habe jetzt genug gesehen, ich fahre jetzt nach Hause, ich war noch nicht mal irgendwie, in Anführungszeichen, bis wirklich zur letzten Minute da, sondern ich bin dann sogar schon ein bisschen früher gefahren, als ich eigentlich fahren wollte und war aber auch okay, ich war zufrieden mit dem Tag und dann habe ich mich einfach quasi wie jeder andere auch, von zu Hause aus oder während ich noch im Zug saß, habe ich mich dann informiert. So, und das würde mich interessieren, ob das jetzt dieses Jahr, also wie gesagt, ich kann das nur mutmaßen, mal gespannt, wie gut dieses Video hier altert oder meine Thesen, die ich hier aufgestellt habe, altert. Mich würde mal dieses Jahr interessieren, ob das mit einschwingt. Oh, da ist Lapis, das können wir auch sehr gut gebrauchen. Und vor allen Dingen auch, ob das jetzt dann diesen Pandemie-Effekt, ne, dass jetzt halt einfach nichts war und dass die Leute in Anführungszeichen jetzt auch dann vielleicht einfach nichts mehr vermissen, ob sich das dann darüber noch verstärkt. Denn ich persönlich, und damit schließe ich da auch dann vielleicht dann so ein bisschen das Thema, da haben wir relativ knapp die 30 Minuten voll. Also ich könnte wahrscheinlich jetzt noch mal eine halbe Stunde länger damit darüber reden. Aber ja, ich glaube, ich würde nur anfangen, mich zu wiederholen. Für mich persönlich braucht es die Messe eigentlich nicht mehr. So, denn ich finde halt alles, was ich brauche, finde ich online. Und das auch richtig gut aufbearbeitet. Und ich finde auch persönlich, die Online-Events, die dann verschiedene Publisher da bisher gestartet haben, die waren für mich absolut ausreichend. Also ich, ne, ich... sehe da jetzt irgendwie keinen, ich sehe mich da jetzt weder zu schlecht informiert, noch sehe ich irgendwie das Problem, dass ich da jetzt nichts antesten konnte. Heutzutage ist Antesten sowieso so eine Sache, es erscheinen so viele Spiele und ich freue mich über jede Demo, versteht mich nicht falsch, aber es gibt so eine unfassbar krasse Early Access Flut und ne, wir probieren das jetzt erstmal aus und keine Ahnung, antesten und bestelle jetzt, um in die Beta-Phase zu kommen. In der Regel ist es ja so, dass man sogar die Beta-Phase bei modernen Spielen oder gerade auch bei größeren AAA-Titeln ja sogar mitverkauft, als Verkaufsargument hernimmt, um dann zu sagen, bestell das Spiel jetzt schon vor, dann kannst du es jetzt schon zocken in der Beta-Phase, gerade auch bei Multiplayer-Titeln. Und dementsprechend wird das ja auf Messen in dieser Hinsicht sogar noch uninteressanter, dass man da auch in Zukunft Games anspielen wird, die man sonst nicht anspielen könnte. Ich glaube, ich habe das Narpes gar nicht mitgenommen, ne? Die man sonst auch überhaupt gar nicht anspielen könnte. So, also deswegen, ich bin sehr gespannt, ob wie das in Zukunft läuft, ob man dann tatsächlich die Gamescom auch in ein paar Jahren dann noch mit weiteren Erfolgsmeldungen daherkommt, nur nach dem Motto, wir waren dieses Jahr nochmal größer und es war nochmal krasser alles und noch mehr Besucher. Das kann sein, das würde ich auch der Gamescom super gönnen, aber dann bleibt natürlich immer noch zu warten, ob das dann vielleicht wirklich irgendwann mal auch inoffiziell zu einem, ich sag mal, Branchentreffen wird, also wo dann wirklich Leute nur noch hinkommen und sagen, ich möchte mal meine Kumpels sehen. Oder wir unterhalten uns zwar um Games, also zum Beispiel, es gibt ja auch dann Vorträge und Workshops und dass man irgendwie Merch kaufen kann und hast du nicht gesehen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie man auf andere Art und Weise so eine Games-Messe dann vielleicht auch noch interessant gestalten kann. Ohne dass man jetzt wirklich nur über Games redet. Ich packe mal das hier aus, wobei ich das eigentlich gar nicht wirklich brauche. So, da gibt es ja noch zahlreiche andere Möglichkeiten. Und dann bin ich mal gespannt, ob sich das eher in diese Richtung entwickelt oder ob dann die großen Messe,
naja, ich sag mal, das große Messezeitalter so ein Stück weit zurückkommt, wo man dann auch wirklich, also es kann ja auch sein, dass das so eine Art gegenläufiger, na, so ein gegenläufiger Trend ist, dass jetzt dann irgendwann auch dann so viele Leute sagen, interessiert mich eigentlich gar nicht mehr, da muss ich nicht hingehen, weil ich sehe da sowieso nichts, was ich sehen möchte, dann bleibe ich halt zu Hause. Und dann könnte es sein, dass die Gamescom dann irgendwann wieder, naja, von einem eigentlichen von einer Massenmesse, dann vielleicht sogar wieder zu irgendwas Kleinem, Feinem wird, wo man dann auch wirklich dann irgendwann was anzocken darf wieder oder wo man auch wirklich dann über Spiele informiert wird. Das kann ja sein. Ich persönlich glaube es nicht. Ne? Ich glaube, die große Zeit der Messen ist vorbei. Zumindest so, wie wir sie mal kannten. Also zumindest so, wie das jetzt im letzten Jahrzehnt in Anführungszeichen der Fall war. Wir haben hier wieder einen riesen Clip, also einen riesen Dings erwischt, eine riesen Schlucht. Ich glaube, wie gesagt, das wird sich eher ein bisschen verlaufen und dann eher von den Spielen selbst wegschwanken. Aber ja, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ihr dürft natürlich auch gerne mal sagen, ob ihr, naja, ich sag mal, auf die Gamescom fahrt, was ihr für Erwartungen da habt. Oder ob ihr sagt, die Gamescom ist mir inzwischen zu groß, es gibt ja auch kleinere Events, kleinere Spielemessen, dass ihr vielleicht eher sowas anstrebt. Das kann ja auch sein. Würde mich sehr interessieren, weil ich persönlich, wie gesagt, ich bin mir auch nicht ganz so sicher, was ich dazu halten soll. Jetzt aktuell freue ich mich sehr drüber, aber ich denke, langfristig betrachtet wird das wahrscheinlich wieder dieses Jahr, wenn ich denn da hingehe, wird es wahrscheinlich wieder genauso laufen wie im Jahr 2018, wo ich dann sage, okay, einmal war schön, aber dann brauche ich jetzt die nächsten Jahre dann wahrscheinlich nicht mehr hin. Weil dann habe ich meine Leute gesehen und, naja, war mal wieder so ein bisschen Messe-Feeling-mäßig unterwegs, aber wirklich was gebracht hat es mir jetzt nicht. Ich habe mich jetzt trotzdem nicht informiert, beziehungsweise habe trotzdem jetzt nichts Neues gesehen und so weiter und so fort. Ja, damit schließe ich das Thema mal ab. Wir haben uns einmal im Kreis bewegt offensichtlich, das ist wunderbar. Das trifft sich ausgezeichnet. Und ja, wie gesagt, lasst mir gerne einen Kommentar da darüber. Wir gehen in der nächsten Folge nochmal weiter, denn wir haben jetzt 4 Diamanten gefunden bei dem ganzen Gequatsche. Und ich würde aber trotzdem ganz gerne nochmal... wir haben noch ein bisschen was zu essen, wir haben noch ein bisschen was am Platz dabei, dass wir vielleicht dann sogar noch mal ein paar Diamanten finden und eine weitere Höhlenfolge dranhängen. Ich habe sogar nämlich noch ein schönes Thema vorbereitet, was sich tatsächlich auch ganz gut jetzt hier dann beifügt. Ist auch sehr interessant, würde ich so ein bisschen in Richtung Spielejournalismus diesmal bringen. Aber dazu dann beim nächsten Mal mehr. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, habt einen schönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn du möchtest. Bis dahin, haust rein.